What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer neuen Folge. Arrgh. Ich habe mich jetzt mal informiert, wie man denn überhaupt Tiere zähmen kann. Und das werden wir jetzt dann ausprobieren. Ich würde sagen, einfach bei einem Dodo werden wir das ausprobieren. Nur mal zum Testen, damit ich mal ein bisschen reinkomme in die ganze Sache. Und ja. Alles nehmen will man nicht. Wie kann das eigentlich so direkt da einer da? Mit der Maus weiß ich es ja, ne? Aber so tue ich nur tauschen, oder? Nein, das wollen wir nicht. Drop, benutzen. Alles nehmen, ja, das war natürlich klar. Freunde, das war klar. So. Mir dann das rohe Fleisch da oben noch rein, denn das darf da ruhig noch braten. Okay. Passt, dann haben wir einen gekochten Fisch mit. Den können wir eigentlich auch da auf die Schnellleiste da. Sehr gut. Und dann wird es schon wieder dunkel. Das ist doof, aber wir werden jetzt einmal Beeren sammeln, denn die brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir da jemanden, also so ein liebes Tierchen zähmen wollen. Und was wir eben auch brauchen, sind die Narkobären oder wie die heißen, aber da haben wir eh genug herinnen. Mir ist jetzt übrigens auch aufgefallen, dass ich die weißen Beeren nicht unbedingt essen sollte, denn die brauchen voll viel Wasser. Was jetzt nicht so tragisch ist, denn wir sind ja eh versorgt, aber trotzdem muss es ja nicht unbedingt sein. Okay. Wir brauchen eigentlich die gelben Beeren, denn ich habe gelesen, dass so ein Dodo liebend gern genau die gelben ist, die Ama-Beere. Auf jeden Fall bin ich jetzt dann schon gespannt, wenn wir das ausprobieren. Und dann die Frage, wo wir natürlich einen Dodo finden. Und hoffentlich passiert uns nichts, wenn es jetzt schon wieder Nacht wird. Und es ist finster, Freunde. Es ist finster. Aber wir haben eine Fackel. Das ist schon mal gut. Wir brauchen uns nicht fürchten. Und außerdem sind wir eh alleine auf dem Server, weil es ja ein lokaler Server ist. Denn wie gesagt, es ist ja eigentlich ein Let's Test. Wir machen 10 Folgen. Also 5 bis 10 Folgen, mal schauen. Ne? Aber ich nehme mal an, dass ich 10 Folgen raushauen werde. Das, was wir dann unter die erste Staffel verbuchen und dann sehe ich, wie es bei euch ankommt und ob wir dann weitermachen oder nicht weitermachen. Zwischendrin werden wir uns wieder ein anderes Projekt einhauen. Mal sehen, mal sehen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ja? Auch wenn ich mich da noch nicht sehr gut auskenne, aber trotzdem so Survival Games machen wir generell Spaß. Wir haben am PC spiele ich ja auch hin und wieder mit Freunden. Zwar nicht arg, aber anderes überall. Es gibt ja schon mittlerweile so viel. Ne? Also massenweise Leute, massenweise. Da weiß man ja schon gar nicht mehr, was man spielen sollte. Ne? Aber darum war das eigentlich interessant mit arg. Da sie auf der PlayStation 4 auszukommen ist. Und da habe ich fast reinschauen müssen. Einfach schon, weil es mich interessiert hat, wie es im Vergleich zum PC, was ich früher noch kenne, läuft, ne, von der Performance her. So, ich will ein bisschen umschauen da, dass wir nicht irgendwo einen Lim Raptor oder so. Na, jetzt nimm doch das. Aber wenn es da bei den Stornen stehen, die Streicher, dann lässt sie sich nicht so leicht aufsammeln. Ich
immer Angst vor Raptoren, Freunde. So. Je, ich weiß nicht, ob das zum Anschauen vielleicht ein bisschen langweilig ist, wenn man nur Farmen immer sieht. Aber es ist entspannend, oder? Solche Let's Plays finde ich immer sehr entspannend. Darum habe ich immer so gern Minecraft geschaut, obwohl ich selbst nicht gespielt habe. Aber es war einfach immer erholsam im Vergleich zu den ganzen actionlastigen oder Let's Plays oder Horror-Let's Plays. War das doch immer angenehm. So, einen Dodo habe ich aber auch noch nirgends gesehen. Aber wird uns schon ein Unterrenner. Das letzte Mal haben wir ja ziemlich viel eigentlich, glaube ich, entdeckt. Gell? Ist natürlich klasse, wenn man so Rudeln findet. Ich glaube, man kann ja die Dodos auch züchten. Zumindest nehme ich das an. Jetzt weiß ich aber natürlich auch nicht, wie das geht. Das könnten wir uns auch mal anschauen. Und so wirklich die erste Staffel ein bisschen dafür verwenden, dass ich so das Grundlegende einmal lerne. Was ja sicher nicht schlecht wäre. Damit wir uns irgendwann einmal auf einen Server trauen, wo auch Leute drauf sind. Und wir nicht nur alleine sind, wobei leider immer ziemlich nervig sind. Zumindest wenn man alleine ist. Und dann irgendwelche Vollpfosten kommen, die was eh noch überhaupt kein Level haben, aber die dann angreifen. Ja. Gibt es ja oft genug, aber das schaut doch schon richtig geil aus, oder? Also das ist schon ein schöner Anblick. Das gefällt mir schon sehr. Da drüben sind das Dodos oder sind das die Mistviecher? Aber wir schauen einfach hin. Wir sagen, in dem Gebiet, wo wir angefangen haben, das ist auch ja das Easy-Gebiet. Ne? Ich wollte da noch gar nichts anderes riskieren. Aber das lasst sich dann einmal ändern. So, da haben wir einen Dodo. Sehr schön. Und dann werden wir das jetzt ausprobieren. Denn die Aufgabe ist, dass ich den K.O. hau. Ja, passt sehr gut. K.O. ist er, bewusstlos. Jetzt müssen wir das Inventar öffnen. Und dann legen wir dem auf jeden Fall mal da die Narko-Beere rein. Achso, ich hab mal alles. Okay, passt. Ja, jetzt habe ich mir gedacht. Und die Gelben, die mag er anscheinend recht gern. Und da wir aber nur 24 Gelbe haben, legen wir ihm halt. Was tun wir ihm denn nur eine, Freunde? Was schmeckt denn noch? Schauen wir mal, was haben wir da. Die ist süß lecker und kann für die Herstellung. Okay, süß lecker. Süß selbst war nicht so lecker. Die Dame haben nicht eine. Die Dame die blaue auch noch dazu. Warum nicht? Und die anderen. Warte, okay. Ich würde sagen, die zwei Sachen lassen wir einmal mal drinnen. Beziehungsweise, wie schaut es mit den roten aus? Es ist sehr lecker. Dann haben wir auch die rein. Wahrscheinlich braucht der eh gar nicht so viel. Das ist nur Dodo, genau. Sehr schön. Und da sieht man jetzt, wenn das Zähmen da unten voll ist, dann dürfte man das erledigt haben. Aber wir werden uns da einfach mal weiter sammeln. Denn ich muss schauen, ob wir noch irgendwelche Narko-Bären finden. Ich weiß nämlich nicht, ob es zu wenig sind, die wir am einen da haben. Ich glaube aber nicht. Ist ja nur ein kleines Tierchen. Sehr gut. So, schauen wir aber, dass wir nicht zu weit weggehen, denn sonst finde ich nicht mehr hin. Und das wäre nicht so geil. Was ist jetzt? Ich hänge!
Alter, das war es natürlich jetzt dann, gell? So, das finde ich schon immer hier. Ist das jetzt der nah? Ist das leicht schon fertig? Freunde, ist das schon fertig? Denke ja doch nicht, oder? Hä? Was ist der Dodo? Na. Ja, der hat glaube ich keine Narkoflamme gegessen, oder? Schauen wir noch mal. Es könnte nämlich sein, dass ich was falsch gemacht habe. Hä? Okay. Alter. Freunde, ich weiß schon nicht mehr, das war ja nicht der Tod, oder hat man dann alles verloren, wenn man es nicht mehr. Ach Mano. Und wir haben nicht so viele Narkobären, weil wir die alle reingelegt haben. Ist doof. Der kann doch noch nicht aufgewacht sein, das geht ja nie. So, jetzt legen wir da nochmal das rein. Und das da auch. So. Benutzung erzwingen müssen wir nämlich da. Und das habe ich vorher nicht gemacht. Jetzt haben wir aber da, ja, wir haben für den da jetzt nichts. Das ist doof. Das ist sehr doof. Und der andere ist weg. Sehr geil. Freunde, sehr geil. Das heißt, das erste haben wir schon verkackt. Absolut doof. Wenn wenigstens das Zeug noch herumliegt hat, aber nein. Und jetzt haben wir keine Narkobären. Das heißt, jetzt müssen wir Narkobären sammeln, gell? Toll. Toll. Aber warum hätte er beim ersten Mal hier haben sollen? Ne? Doofe Sache. Sehr, sehr doofe Sache. Ach, Mann, oh, hey. Das war da unten am Strand, ne? Also. Okay. Hilft nicht. Ja. Hilft nicht. Dann gehen wir Narkobären sammeln. Hat sein müssen. Ich hätte doch nicht gleich alle Narkobären rein da sollen. Ja, hoffen wir mal drauf, dass wir. Okay, da haben wir schon mal zwei. Dass wir schnell wieder welche finden. Denn eigentlich möchte ich das schon ganz gern in der Folge austesten. Genau. Damit uns zwar lieber Dodo kehrt. Ist dann eigentlich alles, wenn ich den dann gezähmt habe, stellt mir natürlich jetzt die Frage, ob dann alles, was ich dem eingelegt habe, weg ist. Das wäre nämlich sau doof. Aber das werden wir rausfinden. So viel Narkobären kriegt man eigentlich gar nicht, gell? Na, jetzt. Da feilt es wieder. Okay, da haben wir wieder Narkobären gekriegt. Wir sammeln schon ein paar zusammen, also. Von dem her, ich weiß nicht, was so ein Dodo an Narkobären verbraucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei so einem Clan so lang dauert. Ich meine, es wird wahrscheinlich vom Level abhängig sein, aber das war jetzt nur ein Level 4 Dodo. Da dürfte das normalerweise nicht so lange dauern. Schauen wir mal ins Inventar.
Was haben wir denn an Narkobären? 7 Stück ist natürlich nicht viel. Das ist natürlich nicht viel. Da müssen wir schon schauen, dass wir noch mehr zusammenbringen. Aber nicht irgendwo auf einmal gekillt werden. Wir nehmen einfach jede Beere an, wenn die gelben lieber sind. Aber wir hauen einem alles rein, was wir zum Futtern haben. Zumindest alles, was lecker schmeckt. Ne? Das ist schon wichtig. Unsere Fackel wird gleich mal aus. Sollte man auch einmal reparieren. So, komm, mehr Narkobären bitte. Gebt mir Narkobären, ich will narkotisieren. Yeah. Was? Das Geräusch habe ich nicht mehr. Okay. Lasst mich in Ruhe. Ich tue euch nichts. Oh, oh, oh. Der da. Das war das Geräusch. Eine Schildkröte. Jetzt regnet es wieder, aber ich glaube, es wird wieder hell. Das ist gut. Wir haben 16 Narkobären. Ja, es wird wieder hell. Das ist schön. Das Romantische ist zwar vorbei, gell, aber egal. So, wir haben 16 Narkobären. Mit denen werden wir es ausprobieren. Das verdorbene Fleisch können wir da auf jeden Fall mal fallen lassen. Das brauchen wir nämlich auch nicht. Von der Nahrung her sind wir eh ganz gut, aber wir können trotzdem eigentlich mal was futtern. Füttern wir mal einen Fisch. Und einen zweiten dazu. Und dann haben wir, ja, dann haben wir, ich glaube, auch genug Sachen, die was wir am Dodo einlegen können. Jetzt müssen wir natürlich nur noch ein Dodo finden. Und diesmal schauen wir, dass wir das dann richtig machen. Wir müssen nämlich auch anhaken mit erzwingen. Da haben wir das Dodo. Das ist, glaube ich, immer nur der gleiche. Ja, genau. So, liebes Dodo, es tut mir leid, aber du musst dich wieder K.O. schlagen. Du hast dich vorher so geweigert. 15 Narkobären, ich weiß nicht, ob es ausreicht. Aber egal. Normalerweise dürfte das jetzt schon funktionieren, oder? So, ach, da. Benutzung erzwingen. Funktioniert das? Ja. Hä? Hast du nicht alle Narkobären rein da? So, und die roten da mal auch noch rein. Der frisst aber schon gewaltig viel, gell? Ja, annehmen. Sehr gut, jetzt können wir da einen Namen für den Dodo festlegen. Annehmen. Ja, wie kommen wir denn da rein? Ah, okay. Wie nennen wir denn unseren Dodo? Ich weiß, wie wir ihn nennen. Das ist zwar jetzt Insider, aber egal. So, das wird unser Dave. Ja? Das kleine Ding, was sie nicht helfen kann, ist unser Dave. Sehr gut. Das heißt, wir können das eigentlich wieder alles nehmen, gell? Alles nehmen nicht, wir nehmen nur die Narkobären. Die tun wir uns da wieder ein. Unser Dodo will ja nach wie vor gefüttert werden. Das ist ein bisschen blöd, dass man da reinkommt. Gut, will nach wie vor aber gefüttert werden. Hast du dann eben da die Bären einmal rein. Hallo. Halten für mehr Optionen. So, wir können, was natürlich cool ist, da jetzt Sachen rein, da ist sozusagen unser Kühlschrank oder so.
Deaktiviere von Opfergegenständen. Okay. Oh, der Timer. Moment mal, Freunde. Set to aggressiv, okay. Wir wollten nicht freilassen. Namen ändern. Nö, das passt. Aktiviere Wandern. Na. Geil. Wir können unser Dodo herumtragen. Es ist lustig. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie unser Dodo absetzt. So, okay. Sehr geil. Geht unser Dodo jetzt mit uns? Na, schaut euch das an. Wir haben ein Haustier. Wir haben ein Haustier. Ist das schön? Cool. Süß. Hallo Dodo. Da kennt man uns ja eigentlich. Das wäre ziemlich geil mit den kleinen Dinos, die ganzen Mini-Dinger, ich weiß nicht, wie es heißen, wenn sie da so richtige Gruppen und die rennen dann immer hinter dir nach. Aber da die alle im Rudel natürlich auch angreifen, ist die Frage, ob du die alle dann so hinkriegst. Dodo? Okay. Bist ein bisschen langsam, gell? Bist ein bisschen langsam. Jo, Freunde, aber das hat schon mal ganz fein geklappt und ich würde auch sagen, mit der Szene, jetzt schauen wir uns an Dodo an. Hallo? Was ist denn dann gut für... Süß. So, aber der schaut aber gleich... Schauen wir, wie er uns nachschaut. Was bist du? Ja. Dodo-Ei. Cool. Dodo legt Eier. Wusste ich nicht. Nehmen wir mit. Coole Sache. Sehr geile Sache, Freunde. Haben wir das auch heraus. Okay. Ja, mir, ich würde sagen, wir sehen Sie dann in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt zum Einschalten. Somit bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.